Heute zeige ich euch, wie man diese coolen Pinsel erstellt. Zuerst benötigen wir den Pinsel Monoline. Diesen müssen wir uns duplizieren, indem wir nach links wischen. Nun haben wir den Pinsel doppelt. Wenn wir nach rechts swipen, können wir beide Pinsel kombinieren und so haben wir wieder nur einen Pinsel. Durch Klicken auf den Pinsel kommen wir in die Einstellungen. Hier sehen wir beide Pinsel. Im Kombinieren-Modus klicken wir auf Differenz. Nun können wir Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel den Abstand vom inneren Pinsel. Nun sehen wir im Pinsel kleine Punkte. Nun zeige ich euch, wie ihr Änderungen ganz einfach wieder rückgängig machen könnt. Und zwar benötigt ihr dafür den Reset-Punkt. Ihr klickt also auf Reset-Punkt erstellen und könnt den Pinsel dann jederzeit wieder zurücksetzen. Nun verändern wir unseren Pinsel. Wenn uns unsere Einstellungen also nicht gefällt, können wir ganz einfach wieder den Pinsel zurücksetzen und haben wieder unseren ursprünglichen Pinsel. Nun zeige ich euch, wie man eine durchsichtige Linie bekommt mit einer dicken Umrandung. Und zwar müsst ihr den Abstand wieder minimieren. Und bei Eigenschaften verändert ihr die Größe, wie euch der Pinsel gefällt. Als nächstes zeige ich euch, wie man diesen schönen Neon-Lichtstift erstellen kann. Dafür duplizieren wir uns wieder den Stift Monoline und wir benötigen den Lichtstift von Procreate. Diesen duplizieren wir uns ebenfalls. Wir kombinieren wieder beide Pinsel und klicken auf den Pinsel, um in die Einstellungen zu kommen. Auch hier ändern wir den Kombinieren-Modus auf Differenz. Dieser schöne Neonstift wirkt auch auf Hintergründen sehr schön. Als Grundlage verwenden wir nun immer unseren Lichtstift. Hier habe ich euch die Stricheigenschaften eingeblendet, damit ihr diesen schönen Stift bekommt. Auch beim letzten Stift zeige ich euch hier die Einstellungen. Wir haben wieder Differenz verwendet, Abstand, Streamline. Und schon habt ihr 5 einzigartige Pinsel zum Schreiben und Zeichnen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Videos.
hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Viel Spaß beim Nachmachen!